Okay, also ein deutscher Regisseur macht einen Film über Rumänien, über Roșia Montană. Wie kommt das? Ich habe mich schon länger mit Bergbauthemen beschäftigt. Mein letzter Film ging über illegalen Kohleabbau in Polen. Und seitdem verfolge ich halt diese Sachen in der Zeitung immer und habe von dem Projekt, von dem geplanten Projekt in Rumänien gehört und fand das interessant, auch wegen der Dimension, und Rumänien interessiert mich sowieso. Und ich habe einfach angefangen zu recherchieren, verschiedene Quellen, habe ein paar Ansprechpartner gefunden, bin dann einfach mal hingefahren und fand das so interessant, dass ich unbedingt darüber was machen wollte. Du hast es gemacht. Es hat um die 2,5 Jahre gedauert, glaube ich. Genau. Was werden die Zuschauer sehen? Die Zuschauer sehen ein Porträt eines Dorfes. Völlig verschiedene Menschen dort und die Art, wie sie mit dieser besonderen Situation, die ja normales Dorf nicht hat, sozusagen der Einbruch eines Großindustrieprojektes in eine kleine Gemeinschaft, wie diese Menschen damit umgehen. Da gibt es sowohl Befürworter des Projektes, die eben das als Chance begreifen, in die Stadt zu kommen, das Geld vielleicht auch brauchen können. Aber es gibt auch Gegner, die ihre Heimat lieben über alles und unbedingt dort bleiben wollen. Und oft ist es auch so, dass diese Grenzen mitten durch die Familien gehen. Also dass zum Beispiel die Kinder ihre Häuser verkaufen wollen, die Eltern aber da bleiben wollen. Und es führt natürlich zu Konflikten. Also im Film gibt es mehrere Schwerpunkte. Zum einen die Umweltproblematik. Um dieses Gold vom Gestein zu trennen, werden giftige Stoffe benötigt, die in großem Maße als Abfall dort gelagert werden müssen. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Protestbewegung spricht von fatalen Gefahren für die Umwelt und die Flüsse dort. Und dann gibt es den Schwerpunkt, den sozialen Schwerpunkt, den ich ja eben schon, also da gibt es den sozialen Schwerpunkt. Da geht es darum, dass diese Menschen einfach, viele Menschen überfordert sind mit diesem Projekt und mit diesen ganzen Auswirkungen dieser geplanten Geschichte umzugehen. Es gibt Streit in den Familien, Streit zwischen ehemaligen Freunden, Nachbarn, Scheidungen, und dann gibt es noch den Schwerpunkt des Denkmalschutzes, weil in diesem Ort eben sehr viele noch römische Bergwerke und römische Gebäude vorhanden sind, die zum Teil zumindest dem Bergbau, dem modernen Bergbau weichen müssen und auch aus dem 17. und 18. Jahrhundert schöne Kirchen, andere Gebäude. Zum Teil will diese Firma das erhalten, aber ein Großteil wird dann doch verschwinden werden, und das sehen auch sehr viele kritisch. Zur Gestaltung des Films, eigentlich wollte ich darauf hin. Du verwendest keinen Kommentar, du verwendest viel rumänische Volksmusik. Sag was darüber. Eigentlich ist es typisch, ein Dokumentarfilm ohne Kommentar, aber irgendwie auch ungewohnt, vielleicht in Rumänien, also so diese Art von zu erzählen. Also mir ist es wichtig, dass der Zuschauer sich ein eigenes Bild von der Problematik machen kann. Und da würde ein Kommentar nur stören, beziehungsweise eine Tendenz vorgeben. Und ich möchte eben, dass der Zuschauer nach dem Film selbst entscheiden kann, für welche Seite er sich ausspricht oder welche Probleme er für wichtig hält. Und das, finde ich, geht am besten, wenn die Menschen den Film erzählen, die dort leben, und nicht irgendein Fremder
Autor, der eben mit dem Finger drauf zeigt. Sag uns etwas zur Musik. Die Musik ist zum größten Teil rumänische Volksmusik. Fand ich sehr passend, da auch in den Texten oft Bezug genommen wird auf die Problematiken, die dort sind oder entstehen. Und ich hatte das Glück, eine rumänische Band zu finden, die diese Lieder interpretiert hat, wie ich finde, in einer wundervollen Weise. Und ja, das war das Filmkonzept. Was war das Besondere daran, in Roșia Montană zu drehen und überhaupt in Rumänien? Die besondere Schwierigkeiten und auch besondere Ereignisse? Also für mich als Deutscher war es sehr spannend, dort zu drehen. Ich finde die Menschen trotz dieser Problematiken und trotz diesem Druck, der auf ihnen lastet, können sie eigentlich sehr gut und auch auf eine Art gelassen mit der ganzen Geschichte umgehen und haben auch ihren Humor nicht verloren. Das fand ich auf jeden Fall eine Besonderheit, die ich vielleicht in anderen Ländern so nicht erwarten würde. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten im Umgang, Schwierigkeiten im Kontakt zu den Leuten, dass die, ist man einem verdächtigt, ja, ihr haltet zu der einen Seite oder die andere Seite hat euch vereinnahmt oder versucht, euch irgendwie zu verwenden. Hast du da eine gewisse Zurückhaltung gesehen oder auch Angst, seitens der Leute mit euch zu reden? Ja, es gab schon Leute, die sehr vorsichtig waren und lieber nicht so viel oder gar nichts sagen wollten. Aber es gab dann doch genug Leute, die uns ihre Meinung erzählt haben und wollten, dass das öffentlich wird. Und da würde ich nicht sagen, dass es jetzt im besonderen Maße Schwierigkeiten gab. Wie fandst du die Premiere am Sonntag? Die Premiere war super, das Kino war voll, die Reaktionen waren durchweg positiv. Es gab eine interessante Diskussion danach. Also da bin ich rundum zufrieden und hoffe, dass es in Hermannstadt das noch übertrifft. Genau. Wo und wann läuft der Film demnächst? Der Film wird am 19. Oktober beim Astra Filmfestival in Hermannstadt gezeigt. Und dort ist die Besonderheit, dass wie ich hoffe, viele Leute aus dem Dorf kommen und danach ihre Meinung zur Problematik und zu diesem Film diskutieren werden.